Aha. Muss ich da runter oder muss ich hier runter? Ich glaube, ich nehme erstmal den anderen Ding. Gucken, ob ich den kaputt schlagen kann. Ja. Ah. Hier waren wir doch letztens. Eieieiei. Schade. Nein, 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 nein. Alter, ganz ruhig, ganz ruhig. Wollte ich nur um die Ecke bringen. Das Schießen ist auf jeden Fall hier nicht so ganz so angenehm. Das merkt man, dass es alt ist, obwohl sie das schon ein bisschen angepasst haben. Erstmal die Gegend checken. Aufpassen auf diese Viecher. Das sind keine krasse Gegner, aber die kann man ziemlich leicht übersehen. Ach, hier komme ich gar nicht rüber. Oh, hab was gefangen. Boah, ich freue mich, wenn ich Half-Life 2 spiele und das Let's Playe. Das ist nämlich auf jeden Fall etwas anders als Half-Life 1. Vielleicht versuche ich doch zu machen. Okay. Ja. Macht es denn Sinn, irgendwie rüber zu schwimmen? Es ist sogar möglich. Moment. Ach, Mist. Ich denke immer, das ist Zoom. Genau. So, jetzt lasse ich mich nämlich hier hochziehen. Und ich drücke schon mal nach links. Ich will ein bisschen höher halten. Ah, okay. Geht vielleicht doch nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe, aber irgendwie muss ich doch trotzdem hochkommen. Ah, hier ist gar kein Gitter, sehe ich gerade. Ah, da ist ja noch einer. Ach ja, jetzt versteht ihr auch, warum hier die Brechstange so ein Markenzeichen geworden ist. Da gibt es sogar eins, wenn man so einen kauft mit einer. Also, man kann auch hier rüber, okay. Mit einer Inschrift, da steht, was würde Gordon Freeman tun, sozusagen. Okay. Zack. Ich glaube, ich bin jetzt doch weiter nach vorne gelaufen. Das kann aber auch nicht sein, oder? Nein. Okay. Correct pick up, avoid hernia. Yep, genau so hebt man etwas an. Und zwar aus den Knien und aus den Beinen und nicht aus dem Rücken. Ich meine, es reicht schon, wenn man sich nur um 10 Grad nach vorne bückt und dann wird der Rücken schon so um gute 200 Kilo belastet. Wegen der Hebelwirkung. Ah. Nur so mal als Rande. Hier wäre ich nicht gekommen. Boah, ist das kompliziert hier. Die Musik finde ich richtig cool. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, was gemacht werden muss.
Finde ich so passend dafür, ey. Ich habe den Soundtrack sogar von Half-Life. Habe ich letztens durch Zufall gesehen. Der war scheinbar dabei gewesen beim Kauf. Okay, hier komme ich aber nicht rein, oder? Gibt's da... Alter, ich werde schon paranoid. Gibt es nirgends so einen Eingang oder sowas, oder? So von oben, wie eben auch. Oder im letzten Teil, genauer gesagt. Warte, erstmal checken. Was habe ich denn auch für Optionen? Weil es kann ja sein, dass man wie immer irgendwo abbiegen kann. Und was anderes sieht an Räumen und Dinger. Sind das Aufzüge? Ah ne, das sind die Türen für die Kisten. Immer schön nach der Logik hinterfragen. Das ist nämlich nicht immer logisch hier. Ich glaube, ich kann es halt überleben, wenn ich runterfalle. Ob es Sinn macht? Naja. Ne, da liegt nichts. Okay, dann werde ich mal wieder überspringen wollen. Hold and press to jump while sprinting. Etwa so. Ja, Classic, würde ich mal so sagen. Sonst gibt es hier keine Möglichkeiten, irgendwo hinzulanden. Nee. Man hätte auch direkt da reinspringen können. Communication. Oh. What if you had an eye emergency? Keep emergency station free of hazards. Wenn man irgendwie einen Augenunfall hatte. So, Mann. Ach so. Ach, das ist diese Dusche. Ah. Okay, okay. Ich wollte schon sagen. So viele Türen. Du kriegst mich nicht so leicht. Aber wie es aussieht, sind das wirklich Teleportationen gewesen. Na komm, komm, komm. Das will ich... Okay, das war... Ich hab mich das... vollkommen verschätzt. Ich dachte so, ein, zwei Schüsse reichen aus, aber... Drei Schüsse. Vier Schüsse. Okay. Ein Aufzug, um nach oben zu kommen, hoffentlich. Bevor ich es tue, will ich erstmal den anderen Weg mal checken. Das ist so ein Spiel, da lohnt sich das. Deswegen ist das Game auch so mächtig, auch von der Spielzeit her und von der Map und so weiter. Ach ja, natürlich so ein Standardlagerhaus. Muss es ja bei Black Mesa ja auch geben. So. Boah, wie lange wir für diesen Weg gebraucht haben. Über die Kisten springen, wir sind von da oben gekommen. Leider habe ich eine Station übersehen. Also, wo ich halt das Ding kaputt gemacht hat und runtergefallen bin. Na. Da bin ich ja gerade gekommen. Aufzug. Also. Was bedeuten die Zahlen? Wahrscheinlich ist 7. siebte Etage, also vielleicht Erdgeschoss in diesem Sinne.